Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zu einer neuen Folge von GTA Online, wo wir uns diesen wunderschönen Avenger anschauen werden, ein Sonderfahrzeug. Mir ist aufgefallen, dass ich dieses Fahrzeug noch nicht vollgetunt habe und ich dachte mir, das ist perfekt, denn zu diesem Fahrzeug habe ich damals kein Video im Detail gemacht und deswegen gucken wir das an. Und als erstes, wie teuer ist so ein Avenger? Ein Avenger kostet 4,7 bzw. 3,4 Millionen Dollar. Damit du dieses Sonderfahrzeug kaufen kannst, musst du eine Paywall umstürzen sozusagen oder abreißen. Die Paywall, das heißt, du musst etwas kaufen, bevor du das hier kaufen kannst, und die Mauer in diesem Falle ist die Untergrundbasis. Das bedeutet, wenn du eine Untergrundbasis, die bis zu 2,9 Millionen Dollar kaufst, hast du mit der teuersten Variante für den Avenger 7,6 Millionen Dollar ohne irgendwelche zusätzlichen Tuning-Optionen ausgegeben. Das ist schon ziemlich viel. Aber es geht natürlich ein bisschen mehr. Denn dein Fahrzeug hat besondere Eigenschaften, die wir uns gemeinsam anschauen werden. Aber als erstes tunen wir das Baby mal auf in unserer Untergrundbasis. Und dafür landen wir. Und wie ihr sehen könnt, haben wir einen Flug- und einen Schwebemodus. Auch etwas Besonderes. Das gibt es auch nicht so oft. Das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre Hydra und nochmal so ein Flugzeug. Also auch etwas Besondereres in GTA. Und so wie sich das Ding auch einklappt, ist auch schön, ne? Da hat Rockstar Games wieder mal so ein bisschen Klippi-Klappi-Spielchen gespielt. So, wir schauen uns alles mögliche an. Als erstes klatschen wir eine Panzerung drauf. Dann haben wir Bomben, die wir abwerfen können. Wir nehmen einfach mal Streubomben, warum nicht? Wir haben Gegnermaßnahmen. Wir nehmen Düppel. Wir können unseren Motor verbessern, also dann werden wir wahrscheinlich schneller. Wir nehmen die Rennsteuerung. Und dann haben wir sogar noch Designoptionen. Das ist was Schönes, Jagdmuster. Ja. Weihnachten war auch mal hier am Start. Oh. Ich glaube, das sind Designs, die ich alle freigeschaltet habe durch besondere Aktion von Rockstar Games. Dann haben wir natürlich Standard-Tarnmuster, die jeder hat. Und sogar Muster, die noch nicht freigeschaltet worden sind, die kann man im Bunker freischalten. Aber komm, wir nehmen einfach mal Galaxis. Lackierung, da können wir die Primärfarbe vom Fahrzeug ändern. Wir nehmen mal einen der neuen Chamäleon-Farben. Ich denke mal, blau passt einfach wunderbar. Dann haben wir natürlich auch die Sekundärfarbe. Okay, hier unten und an der Seite können wir noch ein bisschen was ändern. Schwierige Entscheidung. Nehmen wir so, das rechts erinnert mich irgendwie an Iron Man. Oder? Nehmen wir das. Gold wäre auch nicht schlecht. Komm, wir lassen das erstmal so original, also die Originalfarbe. Crew Emblem, sehr klein, aber fein an der Tür. Dann können wir die Primärwaffe nochmals auftunen. Dazu später mehr, aber das holen wir uns auch. Und das war's schon mit dem Tuning. Also Tuning geht sehr schnell bei dem Ding, ist wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Ich habe es das erste Mal aufgetunt. Ich bin gespannt, ob ich jetzt auch einen Unterschied sehen werde. Selbstverständlich sieht man sofort einen Unterschied hier bei den Dings, beim Design. Das sticht sofort mir ins Auge, weil ich bin in Avenger sehr lange ohne irgendwie abzuändern mit der Farbe und mit dem Design herumgeflogen. Die Steuerung merke ich auch sofort, diese Sportsteuerung, das gefällt mir. Der ist auf jeden Fall wendiger oder fühlt sich wendiger an, definitiv. Auch die Schnelligkeit, er ist auf jeden Fall schneller. Also das ist schon mal meiner Meinung nach gelungen. Oh ja, das ist wirklich gelungen. Oh ja, das gefällt mir. Wofür braucht man einen Avenger? Beziehungsweise bringt ein Avenger etwas? Ja, eigentlich schon, weil damit kann man sehr gut dank den großen Rotorblättern Oppressor Mark II wegrasieren. Vom Allerfeinsten. Ich mache das sehr gerne und es funktioniert sehr oft. Vor allem jetzt, wo mein Fahrzeug noch ein bisschen gepanzert ist, halte ich sehr viele Explosionen sehr wahrscheinlich aus. Okay Leute, Tuning. 616.000 Dollar für so ein großes Ding ist das überhaupt gar nicht mal so übel, meiner Meinung nach. Das ist eigentlich für ein Sonderfahrzeug ziemlich günstig, wenn man bedenkt, dass ein Kosatka, ein U-Boot als Sonderfahrzeug, bis zu 9 Millionen Dollar kostet, voll aufgebessert. Das ist richtig gut. Ein Nachteil hat dein Avenger, du kannst so jetzt nicht landen, du musst immer in den Schwebemodus gehen. Aber ihr seht, wenn du halt tief runter gehst, dann bist du auch schon da. Also tief runtergehen, Schwebemodus aktivieren und du bist dann sofort safe gelandet. Bei Thema Kosten ist das aber noch nicht alles bei dem Ding. Denn hier kannst du noch einiges, wenn du es kaufst, über Warstock aufbessern. Ich zeige euch das hier. Also hier ist der Avenger und hier kannst du verschiedene Sachen. Zum Beispiel kannst du deine Innenraumfarbe abändern, wenn du das unbedingt haben möchtest. Finde ich jetzt persönlich nicht so wild. Was mir aufgefallen ist, dass bei allen Farben nichts geändert wird, außer bei Orange auf dem Boden, wie ihr sehen könnt. Das ist
schön und fragwürdig zeitgleich, warum Rockstar Games das so gemacht hat, aber okay, vielleicht wollten die ein bisschen funky sein. So, wir haben hier einen Geschützturm, also ein Standardgeschützturm, was man über Warstock kaufen kann. Danach kann man das Ganze nachrüsten, haben wir gerade gesehen. Wir haben eine Fahrzeugwerkstatt drin und sogar eine Waffenwerkstatt. Du kannst nämlich hier hinten reingehen. Und hier wäre deine Waffenwerkstatt, hier kannst du halt Munition kaufen, selbstverständlich, du kannst deine Waffe anpassen mit Magazinen, du kannst MK2 dazu bauen, du kannst als beim Scharfschützengewehr schwere Explosivgeschütz kaufen und dann auch die Geschosse dazu. Das mache ich sehr gerne, um halt zum Beispiel die nervigen Laserjets vom Himmel zu holen. Jetzt haben wir ein kleines Problem, Leute. Auf der PlayStation ist normalerweise auf der rechten Pfeiltaste die Flugabwehr. Aber wenn ich hier die rechte Pfeiltaste antippe, wechsle ich im Schwebemodus. Wenn ich die rechte Pfeiltaste gedrückt halte, habe ich meinen Bombenschacht. Ich habe jetzt mal durchgelesen, Flugabwehr kann nur dein Co-Pilot aktivieren. Das Ganze ist aber eigentlich gar nicht so schlimm, weil, wie schon erwähnt, hältst du eigentlich ziemlich viel aus. Also das sollte überhaupt keine Challenge sein, dass wenn du angegriffen wirst, dass du dann noch rausspringen kannst, wenn du nicht in die Luft gejagt werden willst. Kommen wir zu einem Feature, was es erst seit Sommer 2022 gibt. Davor gab es das Ganze nicht. Und zwar kannst du jetzt hinten alle Fahrzeuge in dein Avenger lagern. Davor konntest du nur bestimmte Fahrzeuge reintun. Du musst einfach dahinter sein, rechte Pfeiltaste und schon bist du drin. Und jetzt kannst du hier halt tunen. Du kannst aber auch einfach sagen, ich möchte das Fahrzeug verlassen. Dann kannst du hier drin nochmal deine Waffen anpassen, wenn du möchtest. Oder du gehst einfach von hinten in dein Avenger rein. Währenddessen ist dein Fahrzeug die ganze Zeit hinten drin, keine Sorge, er wird nicht durchgeschleudert, er geht nicht kaputt, explodiert nicht, der ist einfach da. Ich glaube, das ist die beste Beschreibung, die ich geben kann. Was mein Avenger vor dem Tuning nicht machen konnte, ist auf dem Kopf fliegen, der ist immer nach unten gefallen. Aber jetzt seht ihr eventuell, dass ich ohne Probleme auch auf dem Kopf fliegen kann und nicht runtergeschubst werde. Das ist auch etwas Gutes. Das zeigt nochmal den krassen Unterschied, wenn du das Fahrzeug voll auftunst. Eine besondere Sache ist auch gut beim Avenger. Du kannst einfach den Autopiloten einschalten. Und zack, bleibt er genau in der Luft schweben, wo du den Autopiloten eingeschaltet hast. Jetzt kann ich die rechte Pfeiltaste drücken, beziehungsweise gedrückt halten. Und ich gehe einfach hinten in meinen Frachtraum rein. Und jetzt schauen wir uns die Geschütze an. Du hast hier drei Sitzplätze, das heißt drei Leute können ja auch drin sein und am Geschützturm halt Leute jagen und ärgern. Wir sehen können ziemlich präzise, schön hier mit deinem Geschütz einfach mal drauf da, absolut kein Problem. Und wenn ich alleine drin bin, hinten, und ein anderer fliegt, kann ich R1 drücken und ich habe meinen Geschützturm gewechselt. Jetzt bin ich oben auf dem Dach von Avenger, das heißt, wenn was von oben kommt, kein Problem, ich bin da. Die Abwehr. Was passiert eigentlich, wenn ich hier gegenschieße? Nichts, okay, der blockiert dann. Aber wir haben noch einen Geschützturm. Ich glaube mal, das müsste vorne sein. Oder hinten. Hinten, okay. Auch der hintere Teil. Auch gleiche Geschütz. Also hier gibt es eigentlich bei den beiden Geschützen ist einfach Position vorne und hinten. Und ansonsten ist das gleich. Und ich kann jederzeit da auch natürlich rausgehen. Sagen wir jetzt, wir wissen, dass ein Laserjet kommt und wir sind im Schwebemodus. Bis wir reingehen in Avenger und starten. Wir haben ihn geholt. Deswegen machen wir einfach mal folgenden Test. Wir steigen in unser Auto ein, geben einfach Gas, egal ob vorwärts oder rückwärts und let's go, da sind wir weg und jumpen runter. So könnt ihr eure Fahrzeuge von A nach B transportieren. Das Schöne bei Avenger ist zum Beispiel, wenn du einen Tuning-Treff machst und du musst dein Fahrzeug noch abändern, dann musst du nicht mehr zur Werkstatt fahren, sondern kannst dein Avenger anfordern und dann da hinten tunen. Das geht auf jeden Fall deutlich schneller und besser. Jetzt haben wir ein Problem. Wie komme ich da hoch? Wisst ihr was? Wir schauen mal nach, wie viele Raketen der aushalten kann. Ich muss mal gucken, ob die Rakete hittet. Ja. Okay. Also wir gucken mal nach. Und eine Sache, die mir ein Tryhard-Zuschauer beigebracht hat, ist, dass wenn du mit der Rakete schießt, du zur Granate wechseln kannst und dann wieder zum Raketenwerfer, dann musst du nicht mehr nachladen. Also ihr seht, der hält einiges aus. Jawohl, das war ein Treffer. Er bewegt sich ein bisschen. Wir haben Teile verloren. Ein Schuss ging daneben, muss ich mir merken. Ja, die Schüsse gehen ein bisschen daneben. Jetzt haben wir zwei Schüsse, drei Schüsse mittlerweile daneben. Weil der kommt jetzt ins Wackeln sozusagen. Wir haben ungefähr sechs Schüsse daneben und erst jetzt haben wir erstmal ein Rotorblatt verloren. Man könnte so noch sich ein bisschen retten und weiterfahren.
Also ihr merkt, Leute, das Ding hält sehr viele Raketen ab. Okay, jetzt ist es kaputt. Also in meinem Test hat der ungefähr 14 bis 15 Raketen ausgehalten. Das passt, einige sagen 16, also das kommt auf jeden Fall hin. Ihr merkt, du hältst schon einiges mit dem Avenger aus. Größter Feind vom Avenger, würde ich mal sagen, ist Laser, Jet, Hydra und auch B11. Ansonsten Oppressor Mark 2, wenn du das richtig machst und von dem wegfliegst, dann bist du auch gut weg da eigentlich. Vor allem die Raketen sind nicht mehr so präzise. Lohnt sich ein Avenger? Ich würde mal sagen, ja, guck mal, im Dunkeln leuchten sogar deine Ränder, damit du nirgendwo gegenknallst und aufpasst und artig bist und keine Oppressor Mark 2 zum Beispiel rasierst. Das Problem ist, dieses Fahrzeug kann ziemlich teuer sein. Wenn man von allem die teuerste Variante benutzt, kann das Fahrzeug bis zu 9,4 Millionen Dollar kosten. Mit Untergrundbasis dazu gerechnet, weil du brauchst ja eine. Und das ist eigentlich ziemlich viel Geld. Trotzdem kann man sich das auf jeden Fall gönnen. Dann hat man ein wunderschönes, für die Größe recht schnelles, wendiges Sonderfahrzeug. Und wenn das alles nicht als Argument gereicht hat, dann vielleicht das hier. Mit dem Avenger hast du den größten Sprungturm, den es in GTA 5 Online je gegeben hat. In diesem Sinne, geh schwimmen mit den Haien. Sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Keep it hammer geil. Mach's gut und tschüss. Hat jemand meinen Sohn Nemo gesehen?